als geschmorte Barbarie-Entenkeule. Zutaten für zwei Portionen sind zwei Barbarie-Entenkeulen, ca. 100 Gramm rote Zwiebel, 100 Gramm Karotten, 80 Gramm gelbe Rüben und 50 Gramm Selleriewurzel bzw. Petersilwurzel. Für etwas mehr Farbe in der Soße ein Esslöffel Tomatenmark. Zum Würzen beziehungsweise aromatisieren, Salz, Pfeffer, Alfsknoblauchpaste. Die Herstellung von Alfsknoblauchpaste findet ihr in einem anderen Video, der Link ist dann in der Beschreibung, Oregano sowie etwas Honig. Zudem benötigen wir 1/16 Liter Weißwein zum Ablöschen, Olivenöl zum Anbraten und Mehl zum Binden. Zwiebel und sämtliches Gemüse wird geschält. Der Zwiebel wird grob geschnitten. Das gesamte Wurzelgemüse wird in gleichmäßige Würfeln geschnitten, ca. 1x1 cm. Wenn wir alles beisammen haben, geht's ans Würzen. Die Entenkeulen werden beidseitig gesalzen. Danach ebenfalls beidseitig mit Pfeffer und Oregano gewürzt. Zuletzt wird die Fleischseite leicht mit Honig bestrichen. Jetzt können wir mit dem Garprozess beginnen. In erhitztem Öl braten wir jetzt die Entenkeulen mit der Hautseite beginnend etwas an. Wenn die Hautseite leicht braun geworden ist, drehen wir die Keulen um. Wenn die zweite Seite nach ca. einer Minute auch gebräunt ist, nehmen wir sie raus, legen sie auf einen Teller und stellen sie beiseite. Jetzt können wir mit der Soße beginnen. Das Wurzelgemüse in den heißen Topf geben, gut umrühren und etwas anrösten. Nachdem das Gemüse etwas geröstet wurde, kommt der Zwiebel dazu. Den rösten wir ebenfalls etwas mit. Jetzt einen Esslöffel Tomatenmark dazugeben. Vorsichtig kurz mitrösten, etwas stauben mit ca. einem halben Esslöffel Mehl, einsam gut umrühren und mit einem 16 Liter Weißwein ablöschen. Zusätzlich wird ungefähr mit einem Viertel Liter Wasser oder Faux aufgegossen. Jetzt kommt der Knoblauch dazu, bei mir in der Form von der Knoblauchpaste ca. einen Kaffeelöffel, das entspricht ungefähr 4 Knoblauchzehen, kurz köcheln lassen und die Keulen in die Soße einsetzen. Für ca. eine Stunde kommen die Keulen jetzt bei 170 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Wenn die Keulen
gut durchgekaut sind, nehme ich sie raus, decke sie zum Rasten mit Glassichtfolie ab und beginne mit der Fertigstellung der Soße. Lassen die Soße wieder etwas aufkochen, kosten sie, bei Bedarf wird nachgesalzen und gepfeffert. Jetzt kann ich schon anrichten. Als Beilage habe ich dieses Mal schwäbische Spätzle gerichtet. Das sind lange, dünn gezogene Nockern bzw. Spätzle. Die habe ich mit etwas Butter und Kräuter angeschwitzt. Neben den Spätzle mache ich ein Häufchen von unseren Gemüsesoßen-Ragout. Darauf setze ich die Entenkeule. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.